willkommen zum zweiten richtigen Video. Ey, ist so anders heute, ne? So geil. Wir hatten ja letztes Mal hier bei minus 7, heute sind es plus 7. Es sind minus 6 Grad. Ja. Leicht windig. Wir fahren jetzt trotzdem vorbei. Gummiabrieb hat. Ab nächste Woche sollen die Temperaturen wieder besser werden. Aber gut, regnen soll es, ne? Ja, die ganze Woche. Naja, mal gucken. Also diese 14 Grad Unterschied. Du siehst ja, der Boden ist echt gut. Also kein bisschen Frost mehr. Ich könnte langsam, ich hätte beinahe eine neue Schippe noch aufziehen müssen. es lässt sich echt gut heute fahren. Aber es ist mir an ein paar Stellen jetzt, selbst wenn ich richtig Gas machen kann, ein bisschen zu hakelig. Deswegen gucken wir mal, ob wir nicht vielleicht auch noch ein paar neue Linien hier in den Riesen, in das Spielparadies hier irgendwie rinkriegen. Gucken wir uns mal an. Es ist so anders heute, ne? Schon. Aber ey, du frierst nicht an den Händen. Ist echt so. Das ist so, das geil. Ist so angenehm. Das ist wirklich geil. Na gut. Ich guck mal noch ein paar rum und dann muss ich glaube ich erstmal tanken. Au. Es wird so Zeit für einen neuen Helm. Ich fahr mal noch ein paar rum. So. Dann nehme ich euch noch mit auf der Runde. Hier unten ist mir tatsächlich echt ein bisschen zu hagelig. Mann, ich hier unten noch ein paar andere Spuren. Wirklich. Man, da hält ja zum Beispiel auch irgendwas lang. Das ist halt geil, ja. Das ist so viel. Kannst ja alles ausprobieren, machen. Aber ich spiele mir mal kurz hier hinten hin durch den Wald. Mal gucken, wo das noch alles so lang geht. Das hat jemand richtig Spaß? Glaube ich. Die ganze Runde hier unten macht echt Spaß. Ist gut. Kannst da leicht double springen und hier auch nochmal. Dann hier rein. Oh, da sind ein paar Kurven, die muss ich echt üben. Hier vorne die. Bin ich richtig schlecht. Also da gucken wir mal, ob wir die ein bisschen besser hinkriegen. Aber wir gehen erstmal kurz zurück. Ja. Wenn mir warm, dann fahre ich jetzt die Alternativlinie hier unten. Genau. Fängt echt an zu rieseln, ja. Das ist echt doof, ja. Ab nächste Woche sollen die Temperaturen wieder besser werden. Aber gut, regnen soll's, ne? Na los! So, das wird jetzt ein echt gutes Kurventraining. Zwar gar keine Sprünge, aber das ist nicht so schlimm. Die meiste Technik können wir genau mit sowas hier trainieren. Mal hier. Werde ich auch versuchen, nach links gleich mal abzuspringen als kleiner Dammel. Oder ich lasse erstmal absaufen. Und hier werde ich auch einen kleinen Dammel nochmal springen in die Kurve, die da kommt. Und hier rein. Yeah.
Welle auch krass hier. Die Rille irgendwie so im Quer und danach musst du da unten gleich hochziehen. Wegen der Welle da. Die zwei hier, die und die. Die waren vorhin noch so glatt und rund, ne? Dass jetzt schon, ich habe die jetzt schon so weit nach hinten geschoben, vor allem die. Aber die sind gut, beide. Die sind richtig geil. Versuche waren zu doll. Nicht zu doll da drin, Mann. Kurve kaputt immer. Scheiße. Ja, das ist das Problem. Wenn die Anliege richtig gut ist und du richtig reinknallst, ist ja immer an dem Scheitelpunkt drückst du die Kurve immer nach außen. Dann wird es immer eckiger und irgendwann knallst du durch. Ja. Ah, scheiße. Vor allem die ganze Woche soll es ja so weitergehen. Dann bin ich ja schon mal gespannt, wie das nächste Training dann wird. Kannst du endlich wieder fahren, weil alles wieder aufgetaut ist. Dann bleibt schon nur so was, weil die Crossstrecken sind weg. Also Bismarck, ich habe rangeguckt an der Strecke, geht nichts, ist unter Wasser. Hier sieht der Boden gut aus, aber hat auch seine Grenzen, ja. Aber ist ein gutes Basics-Training. Also Sprünge und so ist ja alles so, mein Gott. Wenn du das hier kannst, das hier lernst und übst. Dann kannst du auch springen. Dann kannst du, also dann hast du genug Sicherheit, um danach einfach das Springen auch zu lernen. Guck mal, wenn die Sektion, wo ich so ein bisschen reindabbel, die zweite. Da ist die Linie so, dass mein Hinterrad immer nach rechts gekickt wird. Was aber gut ist, weil wenn mein Hinterrad nach rechts kippt und danach kommt eine Linkskurve, heißt das ja, mein Motorrad ist in der Luft schon die richtige Linie. Aber wenn ich das Gefühl und die Kontrolle über das Motorrad nicht hätte, wäre ja... Dann, also wenn mir dann das Hinterrad wegfliegen würde hinten, würde ja jeder sonst erstmal ein bisschen Angst kriegen. Wenn du das einfach Sport neben dem Motorrad und auf dem Motorrad häufiger bist und einfach fahren, 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 hast du das irgendwann so ein bisschen im Gefühl und ist halt nicht mehr schlimm. Dann lass das Hinterrad ruhig mal ein bisschen quer kommen in der Luft. Sonst zurückgedreht oder in dem Fall, naja, in dem Fall ist es gut. Einfach ja sehen. Also das klingt so ein bisschen komisch, ja, aber Gas hilft wirklich häufig. Wenn es eng wird, ist Gas ganz häufig die Lösung. Wirklich. Komplett voll geschmissen, mein Nacken, ja. Ich habe so viel Sand im Nacken gekriegt. Sieht man das? Ja. Alter. Ja. Wie man sieht, ich komme mit richtig gut Speed rein, aber ich kriege den Scheitelpunkt dann nicht. Oder mir geht wie eben, ich habe wieder die Kurve zerschossen. Wir üben die Kurve jetzt noch ein bisschen weiter, weil der Speed vorher hat mir gut gefallen, aber der Kurveausgang war halt scheiße. Das muss besser funktionieren. Also wir üben jetzt die Kurve hier noch ein paar Mal. Mal gucken, wie viele Versuche ich brauche, bis ich zufrieden bin. Gucken wir mal. Irgendwie kriegt die da auf einmal voll Grip. Merkst du es? Manchmal im Scheitelpunkt auf einmal will sie mir direkt vorne hoch. Das ist so ganz komisch. Dann, ne, also vorne hoch nicht, aber dann schiebt sie, das sieht man im Video bestimmt, wie es mir die Arme auf einmal von,
Also drin ist jetzt gut, aber ich habe die auch schon wieder 50 cm nach hinten verschoben. Zu weit oben, muss weiter unten fahren. Verschiebt sich die Kurve auch nicht so doll und ich habe nicht so einen Haken da hinten. Ich fahre die Kurve mal ein, zwei Mal andersrum, in Hoffnung, die wieder ein bisschen reinzufahren, ein bisschen rund zu ziehen und dann, weil das ist das Problem, wenn du keine Anlieger großartig hast. Gut, auf der Crossstrecke kannst du doch nicht machen, aber wir sind ja hier ein bisschen Freeride, da kann ich es machen. Und dann versuche ich nochmal richtig in den Rind zu setzen. Scheiße! Aber geil abgerollt! Oder? Das hat sich auf einmal richtig angefühlt. Ich wusste entweder, ich schlage jetzt mit mir Sicht voraus hin oder ich mache eine Vorwärtsrolle draus. Ja, so viel zum Thema, ich fahre die Kurve mal ein bisschen ein. Ach Mann. Naja, bleibt nicht aus. Gleich nochmal. Genau. Ich glaube, ich brauche eine kurze Pause. Wie bin ich denn da gerade an den Schalthebel gekommen? Will ich vielleicht mit dem Stiefel ran hinkommen oder so? Weiß ich auch nicht. War ein bisschen aufgeregt. Naja, gut. Jo, das war doch heute dann hier. Ist jetzt mittlerweile auch schon recht dunkel geworden. Reicht auch für mich hin. War jetzt dunkel genug. Hat auch ausgereicht vom Training her. Auf jeden Fall war es cool, dass heute mal wieder Plusgrade waren, dass das hier fahrbar war. Ich hoffe, dass ihr da auch eure Jungs und Kumpels mal wieder schnappen konntet und vielleicht auch mal wieder Training fahren könnt in nächster Zeit. Ansonsten, allzeit gute Fahrt und mit den Jungs. Bis zum nächsten Mal.